So, willkommen zurück bei den Videos vom Themenbereich 1. Wir haben in den letzten Videos die konzeptuellen Grundlagen angesehen. Jetzt geht es um die konkreten Technologien. Und wie bereits erwähnt, fangen wir in den Schichten, wenn man sich die Schichtmodelle anschaut, im Schichtmodell unten an. Das heißt, wir beschäftigen uns zuerst wirklich mit den technischen Grundlagen bis runter zum Kabel und schauen uns da als Beispiel das sogenannte Ethernet an. Ethernet ist eine Technologie, die vor allem im Bereich der Heimnetzwerke Verbreitung gefunden hat, ist bei weitem die weitesten verbreitete Technologie, die heute im Einsatz ist, wenn man von verkabelten Netzwerken spricht. Dementsprechend ist es sinnvoll, sich das anzuschauen. Ist ja das, was die meisten wahrscheinlich zu Hause haben, wenn sie irgendwo einen Router Heimnetzwerkanschluss haben, dann kommt da im Normalfall Ethernet raus, ist einfach Standard. Bei Ethernet werden wir wieder, wenn wir uns den Inhaltsüberblick hier anschauen, werden wir damit beginnen, uns die grundlegende Funktionsweise anzusehen. Das heißt, das sogenannte CSMA/CD-Verfahren, das dem Ethernet zugrunde liegt. Kommt dann gleich dazu, was das bedeutet. Danach können wir darauf eingehen, wie das Ethernet-Datenframe ausschaut. Ethernet ist eine paketvermittelte Technologie. Haben wir ganz zu Beginn bei den Grundlagen besprochen. Es werden also Datenpakete über die Leitung geschickt und wie diese Pakete aufgebaut sind, werden wir uns dann anschauen. Und dann können wir in den übrigen Unterteilen, die da enthalten sind in diesem Thema, noch auf die einzelnen Netzwerkkomponenten eingehen. In steigender Komplexität, also wirklich angefangen von den Kabeln bis hin zu den Netzwerkkomponenten, die dann das eigentliche Ethernet herstellen. Das ist die Idee, um das wird es im Folgenden gehen. Gut, das CSMA/CD-Verfahren. Um das zu verstehen, muss man erstens mal wissen, was diese Abkürzung bedeutet. CSMA/CD steht für Carrier Sense Multiple Access. Dann kommt der Schrägstrich und das hintere CD steht für Collision Detection. Was bedeutet das? Dazu muss man wissen, wie ein Ethernet grundsätzlich aufgebaut ist. Ethernet ist zumindest von der logischen Topologie her, früher zu Beginn, wie Ethernet aufgekommen ist, auch von der physischen Topologie her, diese Unterscheidung diskutieren wir nachher gleich nochmal, ist ein Netzwerk, das auf einem Bussystem basiert. Bussystem bedeutet, dass es eine einzelne Leitung gibt, an der alle Hosts, die miteinander kommunizieren sollen, angeschlossen sind. Also die teilen sich diese Leitung, um miteinander zu kommunizieren. Das ist das MA in CSMA. MA steht für Multiple Access, also für Mehrfachzugriff auf die gleiche Leitung. Jeder kann auf diese Leitung zugreifen. Heißt aber auch, wenn jetzt zum Beispiel, wir nummerieren die ganz kurz durch, der Einser mit dem Vierer sprechen will oder der Einser mit dem Dreier sprechen will, dann können die anderen beiden Rechner nicht senden. Damit die nicht reinfunken oder reinsenden, horchen die auf die Leitung und versuchen herauszufinden oder sehen, okay, da liegt gerade ein Signal an, da wird gerade kommuniziert, das sende ich jetzt nicht. Dieses, ich horche auf die Leitung, es liegt ein Signal an, deshalb sende ich nicht, das nennt man Carrier Sense. Das ist das CS in CSMA. Das heißt, die einzelnen Knoten kommen sich nicht in die Quere, grundsätzlich einmal, weil sie, bevor sie senden, zuerst einmal horchen, ob gerade jemand anderer spricht. Jetzt kann es aber natürlich passieren, wenn ein Knoten Paket sendet, bei zwei anderen Knoten stehen auch Daten bereit, die gesendet werden sollen. Dann warten die, dann wird die Leitung frei, weil der erste Knoten fertig ist und dann beginnen beide gleichzeitig zu senden. Dann kommt es zu einer sogenannten Kollision. Also die kriegen nicht mit, dass der andere gerade senden möchte. Dann kommt es zu einer Kollision und Ethernet ist so aufgebaut, dass diese Kollision erkannt werden kann. Es gibt ja die andere Variante, dass Kollisionen tatsächlich vermieden werden. Das nennt man dann nicht CD, sondern CA, Collision Avoidance. Im Fall von Ethernet haben wir eine Collision Detection. Das heißt, die Hosts senden nicht nur horchen, sondern horchen auch gleichzeitig auf die Leitung.
wenn sie mitbekommen, dass das Signal, das sie gerade wieder von der Leitung auf der Leitung sehen, ein anderes ist, als das, was sie gerade rausgesendet haben, dann ist es offensichtlich irgendwie zu einer Überlagerung gekommen, zu einer Kollision gekommen. Und was im Internet dann passiert, ist, dass beide Knoten, die die Kollision verursacht haben, einfach zu senden aufhören. Die hören zu senden auf, warten dann eine zufällige Zeitspanne und probieren es dann einfach nochmal. Nachdem diese Zeitspanne eben zufällig gewählt wird, von beiden Knoten unabhängig voneinander, geht man davon aus, dass die irgendwann schon mal durchkommen werden, dass dann beim zweiten Versuch keine Kollision mehr auftreten wird. Das kann natürlich trotzdem passieren, dass dann wieder zu einer Kollision kommt oder dass dann zu einer Kollision mit einem anderen Knoten kommt. Aber ganz grundsätzlich funktioniert das so. Notfalls muss man halt zwei, dreimal warten. Wenn wenige Knoten im Netzwerk angebunden sind, ist das auch tatsächlich kein Problem. Irgendwann, und zwar relativ rasch, kommt man schon dorthin, dass man das eigene Paket übermitteln kann. Wenn hohe Last am Netzwerk ist, wenn viele Knoten im Netzwerk eingebunden sind, dann kann es durchaus dazu kommen, dass es vermehrt zu Kollisionen kommt und das drückt natürlich die verfügbare Bandbreite dann nach unten. Die haben jetzt so ein Senden begonnen. Es dauert eine Zeit lang, bis die erkannt haben, okay, es ist zu einer Kollision gekommen und das, was da zu dem Zeitpunkt dann schon übertragen war, das fällt dann weg. Die Zeit ist verloren, die kann nicht mehr produktiv genutzt werden. Dementsprechend fällt die insgesamt verfügbare Datenrate natürlich runter. Deswegen sind auch alle Komponenten, die wir uns im späteren Verlauf dann anschauen werden, darauf ausgelegt, die Kollisionswahrscheinlichkeit zu reduzieren bzw. ganz zu verhindern, sodass wir möglichst die maximale Bandbreite, die uns das Ethernet bietet, ausnutzen können. So viel zu CSMA/CD als grundlegendes Funktionsprinzip. Im nächsten Unterabschnitt geht es jetzt um das Ethernet-Datenframe. Im Ethernet-Datenframe schaut es jetzt so aus, dass ja in einem paketvermittelten Netzwerk nicht nur die eigentlichen Nutzdaten übertragen werden, sondern dass bei jedem Paket auch dabei stehen muss, wo dieses Paket hin soll. Genau das passiert im Ethernet-Datenframe und wir werden uns jetzt einfach anhand dieser Grafik, die wir da haben, kurz anschauen, wie das aufgebaut ist. Das Ethernet-Datenframe, bevor die eigentlichen Nutzdaten kommen, also inklusive dieser Informationen, von wem es kommt, wo es hin muss, hat eine Präambel, die aus mehreren Bytes besteht und die notwendig ist, damit alle Geräte erkennen, dass da jetzt ein Ethernet-Datenpaket kommt. Diese Präambel besteht einmal aus insgesamt 7 Bytes, lauter Nullen und Einsen. Ja, man muss sie, also ein Byte besteht aus 8 Bit, vielleicht das nochmal zur Erinnerung. Zu Beginn des Ethernet-Datenframes werden einmal abwechselnd jeweils eine 1 und eine 0 übertragen. Man kann sich das dann so vorstellen, dass auf der Leitung dementsprechend der Spannungspegel, also von der elektrischen Spannung, für 1 immer abwechselt mit 0 und dass damit die Übertragungsfrequenz im Wesentlichen angezeigt wird. Also es ergibt sich ein Zickzack-Sägezahnmuster im Wesentlichen. Wenn es ein schönes Signal wäre, ein Rechteckmuster, das verschleift meistens ein bisschen. Also es ergibt sich so ein Muster, an dem sich alle Geräte, die am Netzwerk angeschlossen sind, einmal ausrichten können. Grundsätzlich ist diese Übertragungsrate ja schon vorgegeben, aber da kann es erstens zu leichten Abweichungen kommen, dann weiß man ja auch noch nicht genau, zu welchem Zeitpunkt exakt die Übertragung beginnt. Und mit dieser 0-1-Sequenz, die da wiederholt wird, können Sie einmal alle sogenannt aufsynchronisieren, das heißt auf dieses Paket, das da jetzt kommt, abstimmen. Danach kommt ein Byte, das da mit SFD bezeichnet ist, das ist der sogenannte Start Frame Delimiter. Das ist eine ganz spezifische Bitfolge, an der man erkennt, dass das, was jetzt dann folgt, das eigentliche Datenframe ist, das Datenpaket ist, in dem die Nutzdaten enthalten sind. So, wir haben ja bei paketvermittelten Netzen schon zu Beginn besprochen, dass man das wie einen Briefumschlag verstehen kann. Im Brief drinnen sind die eigentlichen Nutzdaten. Am Briefumschlag draußen muss vermerkt sein, erstens, wo das Paket hin soll, zweitens der Absender, wo das Paket hinkommt.
Das dritte, was wir im Ethernet dann noch haben, ist ein sogenanntes Typfeld, mit dem beschrieben wird, was im Brief, im Paket in dem Fall, drinnen ist. Der Absender ist die sogenannte Quell-MAC-Adresse, der Empfänger ist die Ziel-MAC-Adresse. Dieses MAC, das haben wir bei den Schichtenmodellen im ISO 7-Schichtenmodell schon mal näher diskutiert, und zwar auf Ebene 2. Wir erinnern uns, das Department of Defense-Modell fasst die unteren beiden Ebenen zusammen und sagt, das ist die Schicht, wo ganz grundlegend die Netzwerktechnologie festgelegt ist. Im ISO 7-Schichten-Modell ist das getrennt. Auf der untersten Schicht nur die physischen Komponenten, die Kabel. Auf der zweiten Schicht jene Protokolle, die festlegen, und jene Elemente, die festlegen, wie denn die einzelnen Knoten, die einzelnen Hosts im Netzwerk wirklich miteinander kommunizieren. MAC, zur Erinnerung, ist Medium Access Control. Und jedes Gerät in einem Ethernet-Netzwerk, nicht nur in einem Ethernet-Netzwerk, generell hat sich das durchgesetzt, aber wir sprechen jetzt von Ethernet-Netzwerken, jedes Gerät in einem Ethernet-Netzwerk hat eine sogenannte MAC-Adresse. Diese MAC-Adresse ist weltweit eindeutig, zumindest wird es angestrebt, und kann dazu verwendet werden, dieses Gerät unabhängig davon, wo es her ist, sobald es sich in einem Netzwerk findet, kann man sicher sein, okay, diese Adresse ist eindeutig. Das wird erreicht, indem diese MAC-Adresse konzeptuell aufgespalten wird. Die oberen Bytes werden dazu verwendet, den Hersteller der Netzwerkkarte zu kennzeichnen. Also der Hersteller kriegt quasi einen Satz von solchen Abschnitten von MAC-Adressen zugewiesen und kann in den unteren Bytes dann einfach eine laufende Nummer vergeben. Das heißt, der ist dann dafür zuständig, dass sie wirklich jede einzelne Netzwerkkarte voneinander unterscheidet hinsichtlich der MAC-Adresse. Wir können also sicher sein, wenn ein Gerät eine MAC-Adresse hat, dass die eindeutig ist, das heißt, wir können es zur Adressierung verwenden. Im Paket wird diese MAC-Adresse, die hat 6 Byte, also insgesamt 48 Bit, im Paket ganz zuvorderst vermerkt. Danach kommt die Absender-MAC-Adresse. Die braucht der Empfänger, damit er weiß, wohin er die Antwort zurückschicken soll. Steht also auch drinnen. Dann kommt das Typfeld. Das Typfeld, das ist dafür da, dass diese Ebenentrennung, die wir besprochen haben, bei den Schichtenmodellen funktionieren kann. Dem Ethernet ist es ja grundsätzlich ganz egal, welche Art von Daten es übertragt. Der Empfänger muss aber wissen, was in dem Ethernet-Paket eingepackt ist, damit er die Daten entsprechend weitergeben kann. Für das gibt es genau dieses Typfeld. Im Typfeld wird eben in diesen 2 Byte ein Kürzel, ein numerisches Kürzel eingetragen, das standardisiert kennzeichnet, wie die Daten, die als Nutzdaten mitgegeben werden, zu interpretieren sind. Wir haben das in Wirklichkeit auf jedem gängigen Computer genauso implementiert drauf, obwohl auf Ebene 3, also auf der darüberliegenden Schicht, fast alles auf IP basiert. Existieren trotzdem gerade aktuell 2 parallele Implementierungen von IP, oder 2 Versionen, das IPv4, das gängige Internetprotokoll, und das IPv6, das neuere Internetprotokoll. Und je nachdem, ob jetzt IPv4 oder IPv6 enthalten ist, wird sich da das Typfeld unterscheiden, sodass der Empfänger, die Empfängersoftware entscheiden kann, okay, ich habe ein Ethernet-Paket bekommen, packt das aus und gibt es jetzt entweder der IPv4 oder der IPv6 Software weiter. Dann kommen die eigentlichen Nutzdaten. Das dürfen im Ethernet 1500 Byte sein. Im Normalfall nicht mehr. Alles, was davor gekommen ist, ist der sogenannte Overhead. Also das fällt bei jedem Paket an, ohne dass es tatsächlich Nutzdaten sind. Dann kommen die Nutzdaten, 1500 Byte. Maximal, wenn es weniger ist, darf es grundsätzlich auch weniger sein. Wenn es noch mehr sein soll, damit man diesen Overhead reduzieren kann, dann gibt es nicht wirklich standardkonforme Mechanismen, sogenannte Jumbo-Frames, wo einfach mehr Nutzdaten reingepackt werden. Ist aber, wie gesagt, nicht standardkonform und ein bisschen herstellerabhängig, ob das dann funktioniert oder nicht. Danach kommt das Pad-Feld. Das Pad-Feld hat dynamische Länge und ist deswegen notwendig, weil ein Ethernet-Paket nicht nur eine maximale Länge hat, sondern auch eine minimale Länge. Damit diese Collision Detection funktionieren kann, braucht das Ethernet-Paket mindestens eine Länge von 64 Byte. Das liegt daran,
dass es Ausbreitungscharakteristiken auf der Leitung gibt, sodass es einfach eine Zeit lang dauert, bis ein Paket, das an einem Ende der Leitung abgesendet wird, am anderen wirklich sichtbar wird. Deswegen ist auch festgelegt, dass ein Ethernet standardkonform bei einem Standardkabel, auch da gibt es wieder Unterschiede, maximal 100 Meter lang sein darf. Nur dann ist gewährleistet, dass bei den 100 Metern diese 64 Byte ausreichen, damit man zuverlässig Kollisionen erkennen kann. Wenn man diese Länge überschreitet oder wenn es das Padfeld nicht geben würde und die Pakete recht kurz sind, kann es passieren, dass es zu Kollisionen kommt, ohne dass das jemand oder dass das alle mitbekommen, müssen ja alle mitbekommen, alle Hosts, die am Netzwerk angeschlossen sind, und dass wir damit dann Störungen im Netzwerk haben. Deswegen also das Padfeld. Und ganz hinten gibt es noch die FCS, die Frame Check Sequence. Das ist ein Sicherungsmechanismus. Mit der Frame Check Sequence wird festgelegt, die Frame Check Sequence wird aus den übrigen Daten des Paketes berechnet und hinten dran hängt, mit einem Algorithmus, der sicherstellen soll, dass, wann sie in den Nutzdaten irgendwas verändert, dieser Code sie möglichst mitändern würde. Man spricht also von einem sogenannten Hashcode. Welcher das exakt ist, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, geht jetzt da darüber hinaus, das kann man nochmal nachlesen. Von der Funktionsweise ist aber so, dass dann empfängerseitig die Frame-Check-Sequence wiederum berechnet wird aus den Nutzdaten, und nur wenn die mitgesendete Frame-Check-Sequence mit der neu berechneten zusammenpasst, kann man davon ausgehen, dass es zu keinem Fehler gekommen ist. Wenn es nicht zusammenpasst, haben wir offenbar einen Übertragungsfehler gehabt, das ist irgendwo in den Nutzdaten ein Bit oder mehrere Bit gekippt. Die Daten sind nicht zuverlässig interpretierbar und werden im Fall des Ethernet einfach verworfen. Es bekommt jetzt keiner irgendwie Bescheid, dass ein Fehler aufgetreten ist, sie werden einfach weggeschmissen. Wenn es wichtig ist, dass wirklich alle Pakete ankommen, dann muss man sich im Schichtenmodell auf den darüber liegenden Ebenen darum kümmern, dass das sichergestellt ist. Das ist auch das, was dann tatsächlich im TCP, also auf Ebene 4, passiert. So, dann haben wir unser Ethernet-Datenpaket fertig. Dieser ganze Aufwand, der dabei für die Übertragung notwendig ist, der muss bei jedem Paket getrieben werden, verursacht, wie gesagt, Overhead und reduziert damit wieder die erreichbare Maximalbandbreite. Gut, soviel zum Ethernet-Datenpaket, und jetzt können wir zu den aktiven Netzwerkkomponenten kommen. So, bei den einzelnen Netzwerkkomponenten, die jetzt dafür sorgen, dass das Ethernet überhaupt funktionieren kann, beschäftigen wir uns zu Beginn einmal mit dem Kabeln, beziehungsweise mit der Verkabelung, also das, was die einzelnen Hosts verknüpft. Bei der Verkabelung ist wichtig, dass man versteht, dass die physische und die physikalische und die logische Topologie nicht identisch sein muss. Wir haben ja vorhin schon besprochen, dass beim Ethernet grundsätzlich eine Bustopologie verwendet wird, und ganz zu Beginn, wie Ethernet eingeführt worden ist, war das auch tatsächlich physisch so. Das heißt, es hat tatsächlich so ausgesehen, dass an den einzelnen Hosts, muss da mal kurz welche skizzieren, an den einzelnen Hosts bei den Netzwerkkarten kleine Bauteile rausgestanden sind, sogenannte T-Stücke für Koaxialkabel, und die miteinander verbunden worden sind. Wie so ein T-Stück ausschaut, vielleicht um das sprechender zu machen, sieht man hier, das ist so ein T-Stück, das war also mit dem herausstehenden Teil an der Netzwerkkarte angeschlossen, und am oberen Teil bei den beiden Anschlüssen sind die Kabel angeschlossen worden. Das heißt, ganz konkret hat es so ausgesehen, dass da die Kabel gezogen worden sind, ganz am Ende ist jeweils ein Abschlussstück draufgekommen, ein Abschlusswiderstand, der dafür sorgt, dass das nicht, dass es zu keinen Reflexionen kommt. Das braucht man bei Hochfrequenz-Übertragungstechniken, sonst hat man erst recht wieder Signalstörungen. Die Kabeln selbst waren einfache Koaxialkabel, das heißt ein einzelner Drahtleiter in der Mitte, Kunststoffmantel rundherum und dann nochmal Metallgeflecht und dann wieder Kunststoffmantel. Dieses Metallgeflecht sorgt einfach dafür, dass weniger Störungen auf die eigentliche Übertragungsleitung kommen. Das Problem dabei, also wir haben damit eigentlich diesen logischen Bus physikalisch nachgebildet, das Problem dabei war aber,
dass sobald irgendwo ein Fehler in der Verkabelung aufgetreten ist und sei es nur ein schlecht angezogenes Koaxialkabel beim Stecker oder der Bajonettverschluss nicht ordentlich angezogen bei der Netzwerkkarte, dass das dafür gesorgt hat, dass das ganze Netzwerk ausgefallen ist. Auch sehr unangenehm bei der Fehlersuche, wenn der Bajonettverschluss nicht ordentlich angezogen ist, aber schon draufsteckt, sieht man das nicht einmal. Insofern kann es sehr aufwendig sein, den Fehler dann tatsächlich auch zu finden. Deswegen ist man relativ schnell von dieser Art der Verkabelung weggekommen und hat andere Verkabelung eingeführt und das Ethernet umgestellt auf eine physische Sternverkabelung. Das heißt, die Hosts, die vorher untereinander verbunden waren mit dem Koaxialkabel, die werden jetzt in einer einzelnen zentralen Netzwerkkomponente zusammengeführt und in dieser Netzwerkkomponente wird dann dieses Bussystem nachgebildet. Das heißt, wenn wir die mal rausvergrößern, dieses Kastel, das hat dann unterschiedliche Anschlüsse, beliebig viele, und intern hat es genau dieses Bussystem, das wir vorher extern mit den Kabeln gemacht haben. Damit verhindern wir dieses Problem, dass das Netzwerk komplett ausfallen kann, nur weil irgendeine Komponente fehlerhaft ist. Der Stecker, der dazu verwendet wird, den kennen wir heute noch, das ist der. Der Name ist nicht so bekannt, das ist der 8P8C Modulstecker. Das ist eben dieser Kunststoffstecker mit der Kunststoffnase oben dran, die sehr gern abbricht, dann hält es auch immer gut in der Buchse. Diese Nase fixiert eben den Stecker in der Buchse. Aber ist nicht mehr das große Problem, weil eben nur der einzelne Host ausfällt und nicht das gesamte Netzwerk, wenn der Stecker nicht mehr ordentlich drin ist. Die ganze Evolution, die dann noch stattgefunden hat, bezieht sich dann auf die eigentlichen Kabel. Man hat also sukzessive die Kabelqualität gesteigert, um höhere Übertragungsraten erreichen zu können. Es ist so, dass im ursprünglichen Ethernet 10 Megabit pro Sekunde erreichbar waren, geteilte Bandbreite für alle angeschlossenen Geräte. Das ist mit sogenannten CAT3-Kabeln realisiert worden. Diese CAT-Abkürzung kennt man vielleicht, die ist für die Netzwerkkabeln ganz gängig. Gibt es eben heute dann eher CAT5, CAT5E, CAT6-Kabeln. Und genau die braucht man für die höheren Übertragungsgeschwindigkeiten. Man hat dann irgendwann einmal die Übertragungsgeschwindigkeit standardisiert, oder eine neue Übertragungsgeschwindigkeit standardisiert für 100 Megabit pro Sekunde, also 10-fache Datenrate maximal erreichbar. Da braucht man schon mindestens ein CAT5-Kabel, das hat mehr Adernpaare, die untereinander verdrillt sind und die besser geschirmt sind. Und wenn es dann nur weitergeht auf den Standard, den man heute in Heimnetzwerken hat, im Wesentlichen das sogenannte Gigabit-Ethernet, da haben wir 1 Gigabit erreichbar, braucht man dann schon ein CAT5E oder sogar ein CAT6-Kabel. Für den Gebrauch in Rechenzentren oder bei höheren Übertragungsleistungsanforderungen gibt es dann noch höhere standardisierte Geschwindigkeiten. Es gibt 10 Gigabit Ethernet, es gibt 25 Gigabit Ethernet und es geht nach oben bis hin zum neuesten Standard 450 Gigabit Ethernet. Das ist jetzt nicht was man zu Hause brauchen würde, aber hat durchaus Anwendungsfälle in Rechenzentren oder in Internetknotenpunkten, wo große Netzwerke miteinander verschaltet werden, wo eben der gesamte Datenverkehr von einem Netzwerk ins andere über eine Leitung drüber soll. Da kann man solche Übertragungsraten durchaus brauchen. Die Kabellänge schrumpft dann wieder, also die 100 Meter, die wir vorhin beim Ethernet gehabt haben, normalen Ethernet, die erreichen wir in dem Fall dann nicht mehr. Da sind wir ja bei 10 Meter, was aber in einem Rechenzentrum mit kurzen Wegen, vielleicht sogar innerhalb eines Schaltschranks, nicht so kritisch ist. Des Weiteren gibt es für Ethernet nur Spezifikationen für Glasfaserübertragungen, das heißt, es wird nicht mehr elektrisch über ein Draht übertragen oder über mehrere Drähte, sondern über eine Glasfaser mit Lichtimpulsen. Hat den Vorteil, dass das nicht so störanfällig ist, also es gibt keine elektromagnetischen Einkopplungen, wie wir es sonst oft haben, und weswegen man diese ganze Abschirmung braucht bei den herkömmlichen Kabeln. Und grundsätzlich sind einfach weitere größere Übertragungsstrecken möglich. Nicht mehr die 100 Meter, sondern durchaus im Kilometerbereich. Man kann also da auch einzelne Standorte verbinden und nicht nur innerhalb eines Gebäudes verkabeln.
Nach den Kabeln müssen wir jetzt nur die einzelnen Netzwerkkomponenten besprechen, die das Ethernet dann erst wirklich operativ verwendbar machen. Und da beginnen wir mit der einfachsten Komponente, das ist der sogenannte Hub. Ich habe vorhin ja schon beschrieben, dass man irgendwann im Ethernet von einer physischen Busverkabelung auf eine Sternverkabelung umgestellt hat. Dann hat man so eine zentrale Komponente gebraucht und das ist genau die Rolle des Hubs. Der Hub sitzt also, wenn man mehrere Hosts hat, in der Mitte, ist mit jedem einzelnen der Geräte direkt verbunden und macht nichts anderes als intern diese Busleitung zu realisieren. Bedeutet nichts anderes, als dass der einfach, wenn jetzt der Knoten 1 ein Paket sendet, dass der das an alle anderen weiterverteilt, ohne Rücksichtnahme an wen das Paket tatsächlich adressiert ist. Der Hub braucht also keine zusätzliche Intelligenz drinnen, der muss nicht das Ethernet-Paket verstehen, der leitet einfach Pakete, die angeliefert werden, an alle weiter, kümmert sich auch nicht um irgendwelche Kollisionen, sorgt also deswegen nur dafür, dass man diese logische Bustopologie realisieren können. Das einzige, was er macht, und deswegen ist er meistens eine aktive Komponente, braucht einen Stromanschluss, ist das Signal zu regenerieren. Das heißt, er stellt wieder schöne Signalflanken her, damit es zu weniger Übertragungsfehlern kommt. Das heißt, Störungen, die vielleicht auf einer Leitung eingekoppelt worden sind, sind nach dem Hub wieder weg. Reduziert aber, wie gesagt, noch nicht die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen und ist dementsprechend noch nicht das, was man haben möchte, wenn man ein Netzwerk mit vielen Hosts oder mit hohen Übertragungsleistungen hat. Dafür ist dann die sogenannte Bridge eingeführt worden. A Bridge sorgt jetzt dafür, dass das gesamte Netzwerk, das gesamte Ethernet-Netzwerk, in einzelne Segmente unterteilt wird. Und diese Segmente sind voneinander insofern entkoppelt, als dass es zwischen ihnen zu keinen Kollisionen kommen kann. Was bedeutet das? Wenn wir uns das kurz wieder anschauen, wir skizzieren einmal, wir haben ein Teilnetzwerk im Ethernet, die Rechner sind vielleicht mit einem Hub untereinander verbunden, ich zeichne jetzt den Hub nicht ein, und wir haben ein zweites Teilnetzwerk, irgendwo vielleicht in einem anderen Stockwerk im Gebäude oder in einem anderen Gebäudeteil und koppeln diese beiden Teile mit einer sogenannten Bridge. Was passiert dann? Die Bridge ist jetzt mit so viel Intelligenz ausgestattet, dass sie Ethernet-Pakete verstehen, auswerten, lesen kann und entscheiden kann, ob sie ein Ethernet-Paket weiterleitet ins andere Segment oder nicht. Und das macht sie basierend auf dem Wissen, welcher Rechner sich in welchem Segment befindet. Wie sie das herausfindet, dazu kommen wir dann gleich. Aber von der Funktionsweise ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel der Rechner Nummer 1 an den Rechner Nummer 2 was schickt, dann wird das in diesem lokalen Segment übertragen. Der 3er hält das auch, der kann gleichzeitig nicht sprechen. Die Bridge weiß aber, dass 1 und 2 im gleichen Segment sind und leitet dieses Paket gar nicht an das untere Segment 4, 5, 6 weiter. Damit sind 5 und 6 zum Beispiel oder 4 und 5 in der Lage, parallel dazu ihre eigene Kommunikation aufrechtzuerhalten, ohne dass es zu einer Kollision kommen kann. Wir steigern also die erreichbare Datenrate im Netzwerk insgesamt. Nur dann, wenn der 1 an den 4er sendet zum Beispiel, dann werden die Pakete über die Bridge ins andere Segment weitergeleitet und wir können nicht parallel in beiden Segmenten Datenübertragung realisieren. Wie weiß jetzt die Bridge, in welchem Segment sich welcher Rechner befindet? Jetzt wäre mir fast das Mikrofon runtergefallen. Dazu müssen wir uns erinnern, wie das Ethernet-Paket aufgebaut ist. Da ist ja nicht nur die Empfängeradresse drinnen, sondern auch die Absenderadresse. So, und wenn die Bridge, die hängt ja im Netzwerk drinnen, wie alle anderen Hosts, wenn die Bridge jetzt auf der Leitung ein Paket empfängt, dann sieht sie ja nicht nur, an wen das gerichtet ist, sondern dann sieht sie auch, von wem das kommt. Und nachdem sie auch weiß, auf welche Leitung, an welchem Port das Paket reingekommen ist, kann sie sich merken,
dass offensichtlich der Rechner mit der MAC-Adresse sowieso in diesem jeweiligen Segment liegt. Das heißt, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo jeder Rechner einmal gesendet hat, kennt die Bridge die Netzwerkstruktur insofern, als dass sie weiß, welcher Host in welchem Segment sich befindet. Solange sie das noch nicht weiß, muss sie ja Verdacht einmal die Pakete weiterleiten. Das heißt, am Anfang kann es zu mehr Kollisionen kommen, aber spätestens nach so einer Einschwingphase, wo bis alle sich einmal gemeldet haben, dann reduziert sie die Anzahl von Kollisionen merklich, weil man eben diese Segmente unterteilt hat. Das hilft schon einmal, ist aber noch nicht optimal, weil es ja innerhalb der Segmente nach wie vor zu Kollisionen kommen kann. Deswegen hat man ein weiteres Element entwickelt und das ist der sogenannte Switch. Vielleicht bevor wir auf den Switch kommen, noch ein Wort zum Bridge-Begriff, der wird auch noch in einem anderen Kontext verwendet, als sogenannte LLC-Bridge, als Logical Link Control Bridge. Das ist ein Gerät, das zwischen unterschiedlichen Netzwerktechnologien umsetzen kann. Das macht grundsätzlich das Gleiche, also trennt auch Kollisionsdomänen, muss aber zusätzlich nur zwischen unterschiedlichen Protokollen übersetzen. Das ist nicht das, was wir unter Bridge in diesem Zusammenhang verstehen. Arbeitet auch auf Ebene 2, kann aber sein, dass eben von Ethernet auf Tokenring umgesetzt werden muss, wenn man zwischen diesen beiden Orten von Netzwerken zum Beispiel Verbindung herstellen möchte. Und dann muss aber das Ethernet-Paket komplett zerlegt werden, die Nutzdaten in ein neues Paket für Tokenring eingepackt werden und dort weitergegeben werden. Das ist aufwendiger und nicht das, was wir meinen, wenn wir vom Bridge sprechen. Jetzt aber zum Switch. Der Switch, das kommt dann da hinten, genau, die Kollisionsvermeidung, nicht mehr die Reduktion. Der Switch funktioniert jetzt so, dass der genauso wie der Hub in die Mitte gesetzt wird zwischen alle einzelnen Hosts. Das heißt, jeder Host hat nach wie vor wieder einen Anschluss an den Switch. Und der Switch ist jetzt in der Lage, die Verbindungen zwischen den Hosts dynamisch herzustellen. Heißt, der lernt so wie die Bridge, welcher Rechner an welchem Port angeschlossen ist, nur dass jetzt halt nur mehr exakt ein Rechner pro Port vorhanden ist und leitet dann Pakete nur mehr an den jeweiligen Empfänger weiter. Das heißt, wenn der Einser mit dem Vierer kommunizieren möchte, dann kann der Zweier mit dem Dreier kommunizieren, ohne dass sie die in die Quere kommen. Und wenn im nächsten Moment der Einser mit dem Zweier kommuniziert, dann ist der Vierer wieder frei, um mit dem Dreier zu kommunizieren. Das heißt, diese Verbindungen werden während die Pakete eintreffen, dynamisch geschalten und sind, nachdem das Paket übermittelt ist, sofort wieder weg. Damit schaut das Netzwerk für die einzelnen Hosts aus, wie wenn sie jeweils für jede Kommunikation die gesamte Übertragungsleistung, die gesamte Leitung für sich alleine hätten. Insofern kann man mit dem Switch Kollisionen vollständig vermeiden und die Übertragungsleistung auf das theoretische Maximum steigern, wenn es ein guter Switch ist. Dieses Switching kann man, nachdem das jetzt dann die kritische Komponente ist, ja, je schneller diese Weiterleitung funktioniert, desto schneller ist tatsächlich die erreichbare Datenrate. Dieses Switching kann man mit unterschiedlichen Strategien implementieren. Wenn man es möglichst schnell haben will, braucht man einen Switch, der sogenanntes Fast-Forward-Switching macht. Da ist es so, dass wenn ein Paket eintrifft, nur so lange gewartet wird, bis wirklich die Empfängeradresse empfangen wurde, also sobald der Switch weiß, wohin es weiterleiten muss, schaltet der für die Verbindung und leitet, während er noch empfängt, wir sind da im Mikrosekundenbereich unterwegs, während er noch empfängt, leitet er schon an den Empfänger weiter. Jetzt kann es natürlich passieren, dass irgendwo da Übertragungsstörung aufgetreten ist, das leitet er dann ebenfalls weiter und der Empfänger muss sich darum kümmern und kann in der Zwischenzeit nicht für irgendeine andere Kommunikation zur Verfügung stehen. Möchte man jetzt eher auf der sicheren Seite sein, dann macht man kein Fast-Forward-Switching, sondern ein sogenanntes Store-and-Forward-Switching. In diesem Fall empfängt der Switch zuerst das gesamte Paket, prüft die Frame-Check-Sequence, also dieses FCS-Field am Ende des Paketes, und nur wenn das passt, dann leitet er das Paket weiter. Hat den Vorteil, dass der Empfänger sicher nur fehlerfreie Pakete erhält, solange nicht bei der Weiterleitung irgendwas passiert, und wann Fehler aufgetreten ist,
bekommt der Empfänger gar nichts davon mit und steht für die Kommunikation mit anderen Knoten zur Verfügung. Kann es also sinnvoll sein, wenn zum Beispiel das Kabel vom Knoten 1 einen Fehler hat und da immer wieder Übertragungsprobleme auftreten, dann wird der permanent den Vierer zum Beispiel belegen und der Zweier und der Dreier hätten überhaupt keine Möglichkeit, mit dem Vierer zu kommunizieren. Mit einem Store-and-Forward-Schema kümmert sich der Switch um das und hält den Vierer frei für andere Kommunikationen. Je nachdem, was der Anwendungsfall ist, ob man es möglichst rasch haben will oder möglichst zuverlässig, verwendet man das ein oder andere. Bei gängigen Switches kann man sich das auch gar nicht aussuchen, die sind da hinsichtlich dieser Dimension auch gar nicht groß konfigurierbar. Gut, so viel zum Switching. Recht viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ja, genau, es gibt vielleicht noch, wenn wir von Switches sprechen, sprechen wir eben wieder von Geräten, die auf Layer 2 arbeiten, die sich im Wesentlichen selbst konfigurieren. Das heißt, sie lernen die Netzwerkstruktur aus der Kommunikation und operieren dann ohne weitere Wartung. Es gibt komplexere Switches, eben vor allem wieder für Rechenzentren, die auch auf höheren Layern arbeiten, sogenannte Layer 3 Switches, die dann sowas wie ein IP-Adressenfilter zusätzlich nur implementieren und so weiter. Also da kann ich nur über den eigentlichen Datenverkehr auf Ethernet-Ebene hinaus filtern, welche Pakete ich jetzt wohin weiterleite. Die sind teurer, die braucht man tatsächlich nur für aufwendigere Szenarien, über die unterhalten wir uns an dieser Stelle jetzt nicht. Das wird den Rahmen sprengen. Für den Heimgebrauch, wenn man sich so ein kleines Switch-Castrol kauft um 30, 40 Euro mit 4 bis 6 Ports oder 8 Ports, dann sprechen wir normalerweise von einem klassischen Layer 2 Switch, die Rechenzentrum-Switches mit bis zu 48 oder noch mehr Ports und dann Administrationsoberfläche, die spielen auch preislich in einer ganz anderen Liga. Ja, abschließend zum Ethernet, was wäre zu merken, diese unterschiedlichen Geräteklassen wären wichtig zu unterscheiden, auch warum man die braucht, wie sie die unterschiedlich verhalten, was die unterschiedlich machen. Man sollte grundsätzlich nur wissen, dass es sowas wie ein logischen und eine physische Topologie gibt und dass sich das beim Ethernet heute unterscheidet, dass es früher aber identisch war, dass man auch physisch einen Bus implementiert hat, das haben wir da skizziert. Und wenn wir noch weiter vorne schauen, das Ethernet-Datenframe hinsichtlich des grundlegenden Aufbaus und der Felder, bitte nichts mit wie viel Byte sind für welches Feld zu verwenden und in welcher Reihenfolge wird übertragen, das ist nicht so wichtig, aber die grundlegende Idee, was da alles drinnen steckt, das sollte man schon noch wissen. Was das CSMA-CD-Verfahren ist, was die einzelnen Buchstaben bedeuten, auch das wäre fürs Grundverständnis von Netzwerktechnologie wichtig, weil das auch bei anderen Technologien immer wieder zum Einsatz kommt.